Hi, ich habe heute mal Besuch vom Stefan Wiesner. Ich denke mal, Hallo zusammen. viele von euch werden ihn kennen. Er ist Fotograf und vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, falls ihr ihn noch nicht kennt. Also ich bin Fotograf aus Bern in der Schweiz. Ich bin so im Abenteuerfotografiebereich unterwegs und habe halt auch einen YouTube-Kanal und mache sehr viel mit Filmen für meine YouTube-Geschichten. Und ich bin aber ein Fotograf, der filmt. Und deswegen bin ich hier bei der Martin, weil er ist ein Filmer, der fotografiert und hat mehr Ahnung vom Film. Und deswegen haben wir uns mal intensiv ausgetauscht und ich habe einen ganzen Haufen Tricks von ihm lernen können, gestern und heute. Genau, das freut mich sehr zu hören. Und bei uns geht es heute um das Thema YouTube-Equipment. Was benutze ich für Kameras, was benutze ich für Softboxen, was für ein Mikrofon und so weiter, was für Objektive. Und das werde ich euch heute in diesem Video ganz kurz mal vorstellen. Bei Stefans Kanal findet ihr eben sein YouTube-Equipment. Das unterscheidet sich nämlich relativ stark von meinem Equipment. Da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß. Ja, ich fange erstmal mit dem wichtigsten Equipment an, mit der Kamera. Das ist die Sony A7S. Ich denke, das ist kein Geheimnis mehr. Das habe ich schon öfters in Videos erwähnt. Die habe ich jetzt schon seit ungefähr 2,5 Jahren. Bin auch mega zufrieden mit der Kamera. Bald muss aber etwas Neues her. Ich möchte bald auf 4K umsteigen. Weiter geht's mit den Objektiven. Gerade werde ich gefilmt mit dem Vadimax 14mm T3.1, also mit der Cine-Version von dem 14mm F2.8. Das ist einfach so ein super Weitwinkel. Ihr seht, man hat extrem viel Platz im Bild und ich mag den Look einfach sehr, sehr gerne. Gerade wenn ihr kleine Zimmer habt oder sowas, kann ich so einen super Weitwinkel sehr empfehlen. Man sieht einfach viel, viel mehr auf dem Bild und das Zimmer wirkt deutlich größer. Also Stefan war auch überrascht, wie klein das Zimmer hier eigentlich ist. Was nutze ich noch an Objektiven? Ich habe zum einen noch das Valimax 35mm, das nutze ich ganz gerne für B-Roll. Also wenn ich so kleine Sachen filme, wenn ich so irgendwie eine Objektivvorstellung mache oder sowas, filme ich das immer mit dem Valimax 35mm. Der Look ist einfach sehr, sehr schön. Ihr habt eine Offenblende von f1.4 bzw. t1.5. Also einen super schönen, unscharfen Hintergrund. Das ist eigentlich auch so eins meiner Lieblingsobjektive. Ansonsten habe ich auch seit etwa einem Jahr das Canon 2470 F4 LIS USM Objektiv. Das ist ein bildstabilisiertes Objektiv, hat einen sehr guten Zoom-Bereich und wie gesagt bildstabilisiert. Das heißt, ich kann auf Gimbals oder Steadicams meistens verzichten, zumindest für die YouTube-Videos. Bei Musikvideos sieht es ein bisschen anders aus. Bei den YouTube-Videos möchte ich einfach schnell unterwegs sein, habe keine Lust, irgendwie einen Gimbal oder eine Steadicam einzurichten. Deshalb nutze ich das hier eben auch relativ oft für YouTube, weil es so unkompliziert ist. Meine Zweitkamera ist die Sony EX100 Mark V. Die habe ich auch seit einem halben Jahr ungefähr. Das ist ja, wie gesagt, so meine Zweitkamera. Klingt ein bisschen dekadent, aber ich habe sie mir wirklich fast nur gekauft, um meine Sony abzufilmen, falls ich mal so ein YouTube-Video drehe. Ich habe sie jetzt aber doch dann auch sehr lieben gelernt, zum Vloggen zum Beispiel, weil der Sound sehr gut ist und weil die eben so kompakt ist. Und auf Reisen nutze ich die mittlerweile auch sehr, sehr gerne zum Filmen und Fotografieren. Das Gute hierbei ist, dass sie eben auch die gleichen Einstellungsmöglichkeiten hat wie jetzt meine Sony A7S. Ich kenne quasi das Menü in- und auswendig, obwohl ich von der Sony A7S kenne. Man hat eben die gleichen Einstellungsmöglichkeiten, auch S-Log zum Beispiel. Ja, Beleuchtung ist auch ziemlich unkompliziert bei mir, da war der Stefan auch sehr überrascht. Ich habe nur eine Valimax Softbox, die ich seit ungefähr 5 oder 6 Jahren besitze. Das ist so eine ganz billige, die hat damals noch 100 Euro gekostet. Mittlerweile gibt es das Softbox jetzt schon für 30, 40 Euro mit Stativ, mit Glühbirne, mit Softbox-Schirm und so weiter. Also extrem günstig, gerade für YouTube-Anfänger sehr empfehlenswert. Und was ich auch mal nutze, ist so eine Lampe im Hintergrund, so eine warme Lampe. Das sorgt einfach dafür, dass das Bild so ein bisschen harmonischer wirkt und so ein bisschen schöner einfach. Also man hat dann so einen leichten Kontrast zu diesem recht kühlen Licht. Als Mikrofon habe ich auch schon, seit ich YouTube mache, also seit etwa 2,5 Jahre, das Rode VideoMic Pro. Mittlerweile gibt es das nicht mehr, da gibt es den Nachfolger Rycotti, glaube ich, heißt der. Ist quasi fast genauso, hat so eine etwas andere Aufhängung, aber ansonsten von der Qualität her fast das gleiche Mikrofon. Funktioniert super, ist so ein Richtmikrofon. Der Stefan hat in seinem Video aber auch so ein paar Alternativen vorgestellt, teilweise auch ein bisschen günstigere, weil dieses Rode VideoMic Pro hier kostet um die 200 Euro. Falls ihr ein bisschen was Günstigeres sucht, schaut gerne bei Stefan vorbei. Als Stativ für die YouTube-Videos habe ich das Amazon Basics Videokamera-Stativ. Ist auch sehr, sehr günstig, kostet um die 60 Euro, glaube ich. Ist sehr massiv, also nichts, um auf Reisen zu gehen oder sowas. Dafür habe ich dann auch dieses etwas kleinere Stativ von K&F Concept. Das hatte ich ja auch in Neuseeland mit und auch schon mal kurz vorgestellt. Für YouTube nutze ich jetzt eben hier dieses Amazon Basics Videokamera-Stativ. Es ist sehr massiv, steht stabil und ich hatte noch nie Probleme damit. Könnt ihr euch auch sehr gerne mal angucken. Dann komme ich jetzt zu einer Einstellung für die YouTube-Videos. Ich habe mal vor einiger Zeit so ein YouTube-Video gemacht zum Thema Kamera einstellen. Das könnt ihr euch sehr gerne angucken. Im Prinzip ändert sich bei den YouTube-Videos auch nichts. Also ich stelle die Belichtungszeit auf 1/50, sofern ich mit 25 Bildern pro Sekunde filme. Blende stelle ich hier mit dem Weitwinkel immer so auf 5, 6 oder auf eine Blende von 8. Dann ist alles relativ scharf. Den Ton pegel ich immer manuell, das heißt, ich stelle den nicht auf Automatik, wie das einige andere machen. Falls ihr den Ton nämlich auf eine Automatik stellt, kann es passieren, dass er in ruhigen Momenten den Ton hochpegelt, weil er natürlich denkt, dass eine Stimme sehr leise ist und dadurch erhöht sich dann das Rauschen so ein bisschen. Deshalb kann ich nur empfehlen, den Ton manuell zu pegeln. Falls ihr Zweifel habt, wie hoch ihr den stellen müsst, dann lieber so ein bisschen niedriger, damit der Ton nicht klippt. Falls der Ton nämlich klippt, also zu laut eingestellt ist,
dann kann man das in der Post-Production leider nicht mehr retten. Falls der Ton zu leise eingestellt ist, ist das nicht so schlimm, dann könnt ihr das quasi einfach in der Post-Production so ein bisschen hochziehen und der Ton klingt wieder einigermaßen gut. Und der Ton wird natürlich besser, je näher ihr am Mikrofon dran seid. Ich habe jetzt hier dieses Richtmikrofon, ich stehe ungefähr einen Meter weit weg. Ich weiß, dass es im Video vielleicht ein bisschen weiter aussieht, aber ich stehe maximal einen Meter davon weg. Dadurch ist der Ton relativ gut. Ihr könnt jetzt nicht mit so einem Richtmikrofon in 5 Meter Entfernung stehen, dann bleibt nicht mehr so viel übrig vom Ton, deshalb eben so nah wie möglich reingehen. Die Softbox habe ich mehr oder weniger direkt neben die Kamera gestellt, so einen leichten Winkel von schräg oben, dann habt ihr so einen leichten Schatten hier unterm Kinn, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, kann ich auch so empfehlen. Stellt die aber nicht zu extrem nach oben, das sieht dann wieder nicht mehr so gut aus. Es gibt ja diese Dreipunktbeleuchtung, die ihr vielleicht schon mal bei So geht's auf dem Kanal gesehen habt. Die nutze ich nicht für YouTube, weil es mir einfach zu kompliziert ist. Also Dreipunktbeleuchtung kurz erklärt, man stellt eine Softbox von schräg vorne, eine von oben mehr oder weniger und dann noch so ein Spitzlicht von hinten, dass man sich noch so ein bisschen vom Hintergrund abhebt. Das nutze ich wie gesagt für YouTube nicht, weil es mir einfach zu kompliziert ist zum Aufbauen. War das eine gute Erklärung? Ja. Faulheit ist immer eine gute Erklärung. Faulheit siegt. Als Farbprofil bei der Sony nutze ich immer S-Log 2, auch für die YouTube-Videos, das ist eher ungewöhnlich. Ich weiß, dass viele von diesen flachen Farbprofilen absehen für YouTube, weil man damit den Workflow so ein bisschen verlängert. Also man muss diese S-Log-Profile gut graden können, das mache ich immer mit FilmConvert, kann ich nur empfehlen. Kurze Ergänzung noch zu den S-Log-Profilen, falls ihr die normal oder leicht unterbelichtet habt, ihr sehr starkes Rauschen, deshalb diese S-Log-Profile oder generell Log-Profile auch von anderen Kameras lieber so ein bisschen überbelichten. Ich blende kurz mal ein, wie das hier unbearbeitet aussieht, dann seht ihr, dass ich das auch sehr stark überbelichtet habe. So erzielt ihr einfach die besten Ergebnisse mit Log-Profilen. Ich habe noch eine kurze Frage, und zwar habe ich bei der GH5 neu, dass ich mit 50p in 4K filmen kann. Im Sinne von, dass ich jetzt nachher in 25p abspiele, ist halt alles ein bisschen smoother, das ist ja die Idee. Slow Motion. Es ist ja eigentlich noch kein Slow Motion, sondern wenn ich jetzt normal filme und einfach auf 24p gehe, habe ich ja kein Slow Motion. Achso, wenn du es einfach nur so ich einfach nur. Ja. Muss ich dann auch ein 50stel nehmen oder ein 100stel nehmen? Also wenn man 4K mit 50 FPS filmt und das aber nur in 25 FPS abspielt, also ohne Slow Motion, dann ein 50stel. Auch ein 50. Aha, ich habe jetzt immer ein 100stel genommen, weil dann sieht das ein bisschen crisper aus, aber es sieht auch ein bisschen komisch aus. Ist manchmal genau, man möchte ja so eine leichte Bewegungsunschärfe drin haben, das ist ganz wichtig. Also wenn man es nur in 25 FPS abspielt, auch ein 50stel einstellen. Wenn man eine Slow Motion draus macht, dann ein 100stel. Dann habe ich jetzt die ganzen 4 Tage hart falsch gefilmt, sagst du mir gerade. Das werden die aber nicht sagen. Du kannst aber kritisch gucken, ob du es erkennen kannst. Genau. Ja, manche Leute sehen das gar nicht mit dieser Bewegungsunschärfe, deshalb sehen manche davon ab. Manche filmen auch mit einer 1000stel. Ich sehe das halt immer sofort, wenn die Belichtungszeit falsch eingestellt ist. Ich mag diesen leicht verwaschenen Look mit der 1/50stel. Ist aber letztendlich jedem selbst überlassen. Man sieht sofort, wenn Wasser drin ist, fließendes Wasser oder sowas. Ja. Das sieht immer ganz komisch aus. Genau, ne? Mag ich nicht. Ich auch nicht. Super, dann sind wir uns sehr einig. Gut, okay. Ja, das war mein Video zum Thema YouTube Equipment und so ein paar Einstellungen habe ich jetzt auch erklärt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne auch mal beim Stefan vorbei. Ihr werdet sehen, unsere Equipments unterscheiden sich dann doch sehr, sehr stark. Wir haben eigentlich, glaube ich, keine Gemeinsamkeiten. Ne? Wir haben komplett unterschiedliches Equipment. Schaut da gerne mal vorbei, das ist auf jeden Fall auch sehr spannend für den einen oder anderen von euch. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.